Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euren VMware ESX Host kostenfrei backuppen könnt oder sichern könnt über eure Synology NAS mit der Software bzw. der App Active Backup. Wir fangen an. Wir melden uns zunächst einmal auf dem ESX Host an. Genau, einmal auf Weiter. Genau, dann melden wir uns hier einmal an. Genau. Genau, dann melden wir uns einmal auf unserem NAS an. So, ich habe die App schon installiert, sonst geht ihr ganz normal auf aufs Paketzentrum und installiert die Anwendung. Sucht einfach nach Active Backup for Business. Es gibt auch nochmal Active Backup for Microsoft 365. Da könnt ihr zum Beispiel auch kostenfrei eure O365 Accounts synchronisieren oder backuppen. Kann ich euch später nochmal zeigen. In einem anderen Video. Genau, wir gehen einmal auf Schließen. Gehen jetzt hier einmal drauf. Active Business Backup. Und wir gehen jetzt einmal auf virtuelle Maschine. Ihr könnt ganz normal PCs und virtuelle Maschinen reinpacken. Das ist überhaupt kein Problem. Dann wird ein Agent installiert, vergleichbar wie der Veeam Agent. In unserem Fall gehen wir auf Virtual Machine und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder einen VMware Hypervisor machen oder einen Hyper-V. Hyper-V, klar, von Microsoft und VMware vSphere ist halt der ESX-Host. Gehen wir einmal auf Hypervisor verwalten, gehen auf Hinzufügen und hier tragen wir einmal die IP-Adresse ein. Vom ESX-Host. Und dann ganz normal das Root-Kennwort. So, dann gehen wir einmal auf Anwenden. Bekommen einmal die Infos. Klar, der meldet Zertifikat fehlerhaft, ist aber egal, weil es ist ja eh ein selbst ausgestelltes. Und wir steuern den über die IP-Adresse, nicht über den DNS-Namen an. Dann gehen wir einmal auf Ja. Wir sehen, er ist online und wir haben E6i 673. In meinem Fall habe ich die aktuelle 6.7er Version, da 7.0 mit dem Server nicht mehr kompatibel ist. Wir sehen jetzt automatisch, dass jetzt zwei Hosts online sind. Die laufen aktuell nicht. Und jetzt hat er auch die Daten aktualisiert. Das heißt, die sind aktuell noch ausgeschaltet. Das können wir hier sehen. Wir haben hier zwei virtuelle Maschinen, einen DC und einen Dienstserver mit Server 2019. Und die möchten wir gerne sichern. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes: Wir erstellen einmal eine Aufgabe, nachdem er die Farms reingepackt hat. Info am Rande: Die Sicherung ist anzahlunabhängig. Das heißt, ihr seid nicht wie zum Beispiel bei der Veeam Community Edition auf 10, maximal 10 Backups angewiesen, sondern es geht so viel wie möglich. Ihr müsst halt gucken, ob das NAS genügend Bandbreite hat. In meinem Fall hat das Ding nur 1 Gigabit. Somit, wenn da eine VM mit 1 Terabyte gesichert wird, ist das dann schon ein bisschen längerfristig. Also empfehlenswert natürlich dann 10G-Netzwerkkarten in den NAS-System einzubauen. Dann machen wir einmal eine Aufgabe. Wir sagen jetzt einfach unseren Backup-Ordner. Jetzt fragt er, ob wir beide Hosts sichern möchten. Wir möchten jetzt einfach mal beide. Wir machen jetzt einfach mal einen einzelnen. Wir möchten jetzt einfach mal den DC01 machen. Wir gehen einfach auf Weiter. Genau, das ist einmal das CBT. Und jetzt fragt er noch verschiedene andere Sachen ab. Erweiterte Einstellung. Möglich, um dann zum Beispiel Anmeldeinformationen zu machen. Dann kann man zum Beispiel auch das System ansteuern, wie zum Beispiel SQL-Datenbanken oder ähnliches. Dann Anwendungskonsens der Sicherung, könnt ihr auch nochmal anschauen. Das ist dann VSS. Muss in dem Fall VMware Tools, dass die aktuellste Version installiert sein, sonst kann es zu Problemen führen. Dann gibt es Dateiübertragungskomprimierung, die primär dafür gedacht ist, dass er natürlich so wenig wie möglich Daten rüberschiebt, damit ihr Speicherplatz sparen könnt und natürlich auch Bandbreite. Dann könnt ihr die Verschlüsselung aktivieren, braucht man nicht, könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das möchtet. Und wir können auch einstellen, dass er zum Beispiel, wenn der Data Store,
auf dem Server einen bestimmten Grenzwert unterschreitet, dass zum Beispiel keine Snapshots mehr erstellt werden können, dass er euch eine Mitteilung sendet. Das läuft alles ganz normal über den normalen E-Mail-Absender von eurem Synology NAS, wenn ihr es eingerichtet habt. Können wir anhaken, brauchen wir nicht, ist egal. Genau. Dann kann man auch noch eine Sicherungsprüfung machen, das heißt, er checkt das dann nochmal. Das ist aber erstmal irrelevant. Hier oben ist dann noch die Anzahl der gleichzeitigen Backups, die er machen soll. Gehen wir auf Weiter. Dann fragt er ganz normal nach dem Zeitplan. Das heißt täglich, nur am Wochenende, nur wochentags. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Dann täglich, stündlich und dann die Uhrzeit. Und dann gibt es hier auch noch bestimmte Sicherungsfenster, wo man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt das NAS an einem anderen Standort hat, über VPN oder Richtfunk oder ähnliches, sagt man, der soll die Backups immer nur abends ab 20 Uhr machen, damit, oder ab 18 Uhr, damit der normale Betrieb nicht gestört wird. Genau, machen wir Haken raus, gehen auf Weiter. Und jetzt kommt die Aufbewahrungsrichtlinie. Das könnt ihr einstellen. Ihr könnt entweder alle Versionen behalten. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, weil dann irgendwann das NAS vollläuft. Das heißt, das könnt ihr alles angeben und dann löscht er auch die richtigen Backups und behält nur einzelne. Wie schon beschrieben. Genau, wir gehen auf Weiter. Und jetzt fragt er, welche Benutzer. Hake ich mich an und den Admin an. Das sind die, die wiederherstellen dürfen. Dann haben wir hier ganz normal IP-Adresse vom Hypervisor, die Maschine und die Infos. Gehen auf Übernehmen. Und wir lassen jetzt auch einfach mal schon eine Datensicherung laufen. Und er startet die sogar schon. Und jetzt wird er ganz normal übers LAN auf das interne Verzeichnis eure Maschine sichern. Und die könnt ihr später dann auch wieder wiederherstellen. Das zeige ich euch in einem anderen Video. So, das war's eigentlich schon gewesen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!